Die Aufnahme war sehr spontan, deswegen ohne Facecam. Außerdem waren manchmal die Ingame-Lautstärken der Spieler nicht optimal, deswegen synchronisiere ich die nach. Lol, hört ihr den Sound? Oh! Hallo, alles gut in deiner Firma? Hörst du mich? Oh, wer ist das denn? Ganz schön cool hier in meiner Ritze, ne? Oh. Soll ich mal mit dem Trägei vorbeikommen? Das wäre natürlich cool. Nur vorbeikommen, nicht geben. Genau, ihr könnt aber mal mit einem vorbeikommen zumindest, ne? Gute Ding. Schatz ist dem Discord beigetreten. Rendagon. Als ob du ein Spast bist. Wieso bin ich ein Spast? Ich komme friedlich. Nein, das war doch nur ein Prank. Ja, ich bin ganz friedlich. Bin ich hier richtig? Ich sehe oben eine Felsspalte. Ich verstöre dich gerade nicht, weil der Grendagon mir ins Ohr brüllt. Bin ich hier richtig? Ja, du bist der Übelpeter hier. Ja, wieso denn? Ich habe gestern schon 2 Drakes von denen geschrottet, das weißt du. Als ob. Natürlich. Bin zweimal beim Raiden in die Turrets gelaufen. Wollen wir erstmal eine Ali machen? Meine Turrets sind aus, also kannst du ruhig kommen. Ja, ich weiß nicht wo, da oben, oder? Ich warte, ich halt Ausschau nach dir. Da sehe ich dich. Aber jetzt sehe ich dich schon wieder nicht. Als ob du kein Guild Wars spielst. Da sehe ich dich, da sehe ich dich, da sehe ich dich. Über dir. Jetzt über dir. Siehst du mich? Links von dir, über dir. War ich. Jetzt bist du weitergeflogen. Danke. Du bist jetzt nein, auf der... Nein, ich stehe hier nur rum. Ach, dann bist du das gar nicht. Ja, der klettert zu dir hoch, oder? Das war ein anderer, der ist gerade bei mir vorbeigeflogen. Da unten sehe ich einen Drachen, warte. Happy. Läuft er. Happy von Say Goodbye. Ja, das bin ich. Dann, warte. Muss ich nur ein bisschen rumlaufen. Ich komm runter zu dir, glaube ich, oder? Ist das eine schlaue Idee? Ja, ist eine schlaue Idee. Siehst du mich? Scheiße, ich bin in Sporen geflogen. Hast du... Scheiße, okay. Ich brauch Pilze. Oh nee, ich sterb jetzt. Nein. Doch, ich bin durch dieses Zeug gerannt. Nein, sag ruhig ab. Was hast du hier für eine scheiß Location? Vielleicht kann ich mich retten. Krieg ich wenigstens mein Gear wieder. Was Scheiße, jetzt komm, jetzt jumpen hier Ravager auf mich drauf. Oh, ohne Witz, ne? Ich bin gerade eben über dir lang geflogen und bin dann direkt über dir abgestürzt eigentlich, weil ich halt durch dieses Zeug gedingst bin. Und jetzt werde ich ohnmächtig und werde dann wahrscheinlich dran sterben und ich bin ohnmächtig. Oh, kacke. Och, was eine Scheiße. Oh, fuck. Kannst du das Zeug snacken und mitnehmen? Das wäre richtig nice. Ja, klar. So, ich weiß auf jeden Fall, wo es war. Da bist du runtergeflogen. Ja, ich weiß auch, wo das war. Ja, ich muss mir kurz eine Rüstung machen und dich dann abholen. Ja, da ist gerade ein anderer Drake an mir vorbei. Könnte sein, dass der vielleicht zu mir kommt. Kannst du... Nee, es kommt keiner. Warte kurz. Doch, hier ist einer. Oh, habe ich mich erschrocken. Alter, holy shit. Das ist der Ranja von Die Erste Ordnung. Hallo. Hello. Ach, der Topsten. Ey, pack das Säbel weg, Jung! Was geht bei dir ab, Wolf? Er ist ja, ein Arsch. Wo soll ich jetzt hinkommen? Er ist ein Arsch. Ich hab grad echt ein bisschen Schiss, dass er mich killen will. Weil er nein, hier grad... Nein, er killt dich nicht, sonst tue ich ihn Bodern oder selber weg. Ja, er ist halt auf seinem Drachen hier. Er hat grad irgendwas gedroppt. Ja, er droppt C4 an meine Base! Genau, was ich befürchtet ja, hab! Bist du. Turret an! So versteckt würde ich dir jetzt helfen. So, ich habe Turrets angemacht. Sind aber, glaube ich, down die Turrets jetzt, also der Generator. Raidet er dich? Ja. Ah, ich hätte die Turrets nicht ausmachen dürfen. Ja, sorry. Och, Grendagon, ich kann jetzt auch nicht respawnen. Wo ist deine Base? Uns gemein nenne ich das. Oh, hoffentlich hat er nicht mit dem C4. Es kann sein, dass er mit dem C4 den Generator weggeblastert bekommen hat. Das wäre äußerst ärgerlich, weil dann ist alles down und hat er wahrscheinlich jetzt schon mein Zeug und mein Bett gefickt. Wo spawnst? Ja, ich guck erstmal. Ja, mein Bett kann ich nicht respawnen, weil ich spawn mal an meinem alten Base-Spot. Kill mich mal und guck, ob ich dann an meinem neuen respawnen kann. Wenn nicht, dann hat er meine Base erfolgreich geradet. Muss ja die Turrets nicht anschalten, sagt er. Ja, lol. Er bolzt C4 an meine Base und sagt mir dann, ich muss die Turrets ja nicht anmachen. Er hat auf jeden Fall ein C4. Ja, er hat auf jeden Fall meine Tür weggebolzt und. Ich hab seinen Drachen gefickt. Ist er komplett weg? Ja, ich hab seinen Drachen gekillt. Rückensegel vom Drachen. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Drachensattel. Oh, Polymer hat er mir gebracht. Und Chitin bis zum geht nicht mehr. Nicer ja, Dude. Ey, mit Glück habe ich den Typen gekillt. Nein. Was ist? Nein. Warte mal kurz. Hallo? Wer ist hier? Rauskommen oder ich kille. Warte kurz, mit ein bisschen Glück ist der Typ... Oh, der hat meine Turrets gefickt. Och, scheiße. Ich glaube, ich habe den Typen gekillt. Oh, dann hätte ich nämlich seinen Loot. Das wäre ja endcool, ne? Nee, das bin ich. Scheiße. Ja, ich muss kurz erst meine Base wieder reparieren, weil die Tür ist halt weg. Tür ist zu. Okay, er hat leider meinen Fabricator weggeballert. Und einige Turrets. Ach, scheiße. Kommt man einmal außerhalb der planmäßigen Zeiten online, passiert direkt eine Raidung. Junge, wie viel bist du denn sonst online? Sonst bin ich unter der Woche morgens und halt vor der Arbeit meistens, weil ich meistens nachmittags arbeite. Ich höre durchgehend, dass jemand fliegt. Ich hab auch, hast du immer wieder so einen Sound? Ja. Hab ich auch, ist glaube ich ein Bug. Toll, jetzt habe ich das nicht mal schön mit Facecam aufgenommen. Nimmst du gerade auf? Ja, ich nehme alles auf, was ich hier mache, damit halt genau sowas. Stell dir mal vor, ich hätte das jetzt nicht aufgenommen, wäre doch scheiße gewesen. Dann hätte ich ein Bin Video ich sagen Video? Müssen. Nee. Ja. Nee, ich schneide dich raus. Sein Bulldog habe ich gekillt.
Oh, ich habe seinen Bulbdog gekillt, aber ich habe ihn auch getötet. Er hatte auch ein bisschen... Oh, der hatte Granaten dabei. Der hatte C4 dabei. Der war nur hier, um mich zu raiden, kann das sein? Der hat nur so Raid-Stuff dabei. C4-Auslöser, Schrote, Fernglas, Ich schneide mich raus, ich teile meine Wut mit allen. Ich glaube, er hat eins, er hat glaube ich, drei Turrets oder so weggebolzt. Ich will Bims ins Video. Spaßt. Ja, aber stell mal vor, der hätte mit ein bisschen Glück, weil, hey, wie kann das denn sein, dass der Fabrikator kaputt gegangen ist, aber der Generator noch steht? Ja, der Generator ist ja näher an der Explosion gewesen als der Fabrikator. Der ist nicht mal gedamaged, Alter. So, wo bist du denn? Ich hock hier unten noch. Scheiße, ich habe jetzt keinen Zipline-Motor mehr, ich kann mir auch keinen machen. Meine Turrets sind aber an, also flieg nicht einfach random irgendwo hin. Die Sache ist, du kommst ja nicht mehr hoch ohne mich und ich kann nicht hoch, ohne zu sterben. Ja, nee, du musst mir nur, du hast ja mein Zeug, oder? Ja, hab ich nicht. Hast du echt nicht? So, da, ich weiß auf jeden Fall, wo es war. Da bist du runtergeflogen. Ja, ich weiß auch, wo das war. Schnell. Ich sehe dich gerade. Gerade kann ich mich nicht... Hier ist ein Drache. Das bin ich. Als ob, echt? Dann lass mal kurz unten treffen und Ali machen. Jetzt Ravager, bin ich... Achtung, Ravager hinter dir. Ja, und Nameless, die haben mich gekillt, glaube ich. Dann müsste hier meine Leiche sein. Ziemlich safe. Wir hätten vielleicht mal Ali machen sollen, dann hättest du die nämlich killen können, ohne dass du mich dann auch killst. Ja. Warte kurz. Ja. Nein, greif nicht an. Huh. Oh shit, die kommen hier hoch. Holy shit, was? Ja, dann komm mal wieder hier hin. Ja? Hier ist so ein Käfig. Moment, was soll ich Sharks überhaupt retten? Wie kann man dieses Gesicht denn nicht retten wollen? Kann ich als Alliierte auch bei dir aufsteigen? Wollen wir uns auf dem Baumstamm treffen? Auf dem, wo? Guck mal, warte, siehst du mich? Ja, ich seh dich. Auf dem hier? Ich glaub, hier kommen die Nameless erstmal nicht hin. Pass auf. Allianz. Hast du schon eine erstellt? Ich muss gerade eine machen. Ach, wir können ja noch gar keine machen. Lol, bin ich ein Dödel. Soll ich dich einladen, dass du in unseren Tribe kommst? Oder ich frage, ob ich mit einem Dragon in deinen Tribe darf. Kannst du auch machen. Verstehst du das? Ey! Hast du was gesagt? Gemeiner Wicht. Soll ich? Nein! Nicht schon wieder. Du Arsch. Meine gute Rüstung. Uni dann immer. Nein, nicht da drauf. Und ich kann nicht mehr fliegen, du Arsch. Oh, lol. Was ist denn da entstanden? Das ist auch neu. Oh, lol. Was ist denn das für eine Base? Von Jesus. Offline-Schäden verhindert. Alles klar. Hier baut jetzt auch anscheinend noch der Holy Jesus. Da oben baut der Holy Jesus auf einer Plattform. Nee, das sind die Lappen. Also bauen die Lappen mit dem Holy Jesus zusammen. Die Lappen und der Holy Jesus sind anscheinend ein Team. Oder die Lappen haben das gebaut und der Holy Jesus hat sich provokant da eine Base hingezimmert. Hörst du mich doppelt? Ja. Hast du den Ingame-Sound aus? Doch, nein, habe ich nicht. Hast du den jetzt geclaimed? Ja, habe ich. Jetzt nimm mir, tu mir einladen. Jawohl. So, komm drauf. Go, magst go, go. Du, magst du mal fliegen? Ja, schade, dass man nicht beim Sitzen Plätze tauschen kann. Absteigen. Und Momento. Ja, der hat keine Stamina mehr. Und unten sind Viecher. Ja, absteigen. Nee, deswegen nicht. Kann er mich nicht fliegen. Shit. Deswegen ja nicht absteigen. Oh, du bist so ein Dödel. Ich hab keine Muni mehr. Boah, der Drache ist halt echt irgendwie scheiße. Ich dachte, der wäre so richtig cool einfach. Er ist cool, aber du musst damit umgehen können. Ich habe jetzt die ganzen Tage geübt. Kletterst du zu deiner Base? Ja. Vorsicht, du musst richtig früh anfangen zu wenden. Wieder, hat wieder nicht geklappt, Alter. Was denn das? Ja, Leertaste Spam. Funktioniert nicht, Alter. Es macht überhaupt keinen Bock mit dem Viech. Funktioniert nicht, Digga. Ja, Alter, ich hab keinen Bock mehr, ohne Witz. Das Teil ist richtig kacke. Übelste Drecksscheiße. Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht, mein Drecks-OBS ballert einfach die Einstellung jedes Mal zurück, weil ich eigentlich nur ein kurzes Video machen wollte, um euch zu sagen, dass es das mit der Folge war. Ich habe leider kein geschmeidiges Ende, weil das Ganze sehr spontan war. Ich hoffe natürlich, ich hatte euch wie immer den Arsch unterm Glatteis weggezwirbelt. Und ja, schauen Sie mal ansonsten bei Fortnite vorbei. Tschüss.